bin wahnsinnig glücklich, dass ich einen Erfinder habe, einmal in der Gondel. Servus, was Werner Amann. Schön, Servus, dass du da bist, Werner. Freut mich. Kennen tun wir uns schon lange. So ist natürlich. Du bist Segelflieger, ja. Bin auch ein bisschen in der Luft hier und da. Und was ich allerdings wirklich nicht gewusst habe, ist, dass du seit kurzer Zeit etwas erfunden hast. Ja. Deine Firma ist in Hohenems Fenster Amann, das darf man sagen. Und ich bin da neulich einmal zu einem Fotoshooting dort gewesen und dann hat mir der Werner, der ja ein Fensterfachmann ist, einen Spruch gelassen, weil ich sage, wie hast du es mit deinen Fenstern? Gibt es da keine Probleme hier und da? Und so, dann hast du einen lieben Spruch gesehen, genau. Der heißt? Es gibt manchmal Leute, die kommen zu mir und haben einfach Probleme mit ihren alten Fenstern, okay. Und schimpfen dann zum Teil über ihre Fenster. Und dann sage ich zuerst einmal meistens, ja, mur's einfach zu, dann hast du das Problem weg. Okay. Und das hat einen Hintergrund, weil mur's zu, dann ist das Problem weg, dann hat er kein Fenster mehr. Und wenn er kein Fenster mehr hat, dann sieht er mir, für was er das Fenster eigentlich braucht. Weil ein Fenster hat ja ganz viele verschiedene Funktionen, die es erfüllen kann. Ja, richtig. Und dann sieht er mir, also wenn ich sage, mur's zu. Ja, ist klar, dann sieht er, für was er es braucht. Dann kommst du auf den Plan. Ja. Du hast deine Firma schon seit Generationen eigentlich, ja. Mehr oder weniger. Ja. Papa war schon aktiv. Ja, in der vierten Generation. Vierte Generation, ja, sage ich schon. Oder? Aber lass uns jetzt bitte zum Thema kommen. Mir hat das fasziniert. Weil in der heutigen Zeit denke ich mir immer, es gibt schon alles. Und jetzt gibt es einen Wifferkopf wie du, der, ja, du bist immer ein Tüftler gewesen, das ja, weiß ich ja. Aber jetzt hast du etwas erfunden, was den Umgang mit Fenstern und neuen Häusern, in neuen Häusern, aber auch alten Häusern, den Umgang erleichtern kann. Ja, es ist oft einmal eine Schwierigkeit mit der heutigen Bauweise, dass man alles abdichtet, um Energie zu sparen. Dass das Lüftungsverhalten von der Leute nochmal angepasst ist. Ah ja, okay. Also früher haben die Leute einfach einmal gelüftet oder auch mal weniger, aber die Fenster waren nicht dicht und auch die Gebäudehülle nicht. Ja. Und damit hat es halt die Feuchtigkeit einfach raustransportiert und es hat keine großen Probleme gegeben. Und mit der heutigen dichten Bauweise kommt die Feuchtigkeit, die beim Wohnen zwangsläufig entsteht, nochmal raus, wenn man nicht ganz konsequent lüftet. Und man möchte natürlich nicht zu viel lüften, damit man nicht zu viel Energie verschwendet. Also jetzt einmal. Im Winter zum Beispiel. Zum Beispiel, oder? Ja. Und ich habe ein System entwickelt, wo dem Kunde das richtige Lüften im Prinzip tagtäglich sieht, wie er es machen soll, damit er nicht viel Energie braucht und trotzdem effizient lüftet. Um es abzukürzen, es ist wieder der Computer, der uns sieht. Ja, es ist ein automatisches. Genau, es ist das System. Sag jetzt einmal, wie die Teile in etwa zusammenhängen. Ja, also im Prinzip sind es im Wesentlichen zwei Teile. Ja. Das ist ein Raumsensor, den stellt man im Raum auf, den man überwachen möchte. Ja. Das ist im Badezimmer oder im Wohnzimmer oder der Küche. Ja. Und dieses Teil, das ist das Logikmodul. Jawohl. Das steckt man als Internetmodem an. Aha, also man braucht ein Modem, aber das ist heutzutage eigentlich Standard. Ja, genau. Und das holt übers Internet das aktuelle Wetter und die Wetterdaten von der Region, wo man gerade ist. Aha. Und das holt ja die Raumdaten. Und wenn jetzt der Raum, ich sage jetzt, feucht ist und das Wetter da so ist, dass das Lüften gut funktioniert, dann sendet das auch wieder übers Internet eine Meldung als Handy, was du hast, okay. Durch jetzt bitte lüften. Oder durch es auch nicht. Beispielsweise ja. Mach es wieder zu. Okay. Das sieht man auch, ich soll wieder zu machen. Genau, damit nicht zu lang auflässt. Okay. Oder? Ah, okay. Jetzt, wenn du dem befolgst, dann kommst du drauf, also das Raumklima wird sehr gut funktionieren, aber es ist halt manchmal mühsam. Dann musst du halt einmal nach dem 9 eine Viertelstunde auf du und vielleicht magst du nochmal, weil du jetzt schon geschlafen hast. Ja, und die zweite Variante ist, dass das da nicht dir die Information auf die Handy gibt, sondern dass es die Information direkt ans Fenster gibt und das einen Lüftungsmotor hat, was einfach auftut. Jawohl. Und dann wieder zumacht. Oder ein Dunstabzug in der Küche zum Beispiel kannst du auch damit antreiben. Also, dass man denen keine Meldung aufs Handy gibt, sondern dass es völlig automatisiert ist. Der fühlt, sollte man mal ein bisschen Luft reinlassen. 10 Minuten, eine halbe Stunde, wie es gerade braucht. Also ein Haufen Anschlüsse dran. Ja, das wird das Großteil gerne gebraucht. Man braucht also Internet, wo man da am Modem mit dem Kabel ansteckt. Also die Variante, es ist nicht kompliziert jetzt das Ganze. Nein. Und dann hast du noch gesehen, du kannst die ganzen Daten analysieren. Genau. Und das spielt bei dir in der Firma, sage ich, beim so Herrn Meier daheim, der hat jetzt das Fenster zugemacht. Ja, es geht so.
Dieses Kästle, das kommuniziert dann mit dem Internet. Jawohl. Und das misst ja über dieses Kästle die Raumsituation. Ja. Und einmal in der Nacht werden diese Daten von mir auf einen Server überdreht. Mhm. Und da gibt es dann eine Auswertung. Und der Kunde bekommt einmal in der Woche per E-Mail einen Lüftungsreport, wo drin steht, dass er was ich, 7 Mal eine halbe Stunde gelüftet hat und dass damit so viel Feuchtigkeit raustransportiert wurde. Ja, ja. Und dass zum Beispiel keine Schimmelgefahr besteht. Oder, wenn man vielleicht falsch lüftet, dass es kritisch ist mit Schimmel. Und das wertet der eben den aus? Aufgrund der Raumdaten, ja. Aufgrund der Raumdaten wirft das aus und dann, genau. So, jetzt habe ich Schimmelgefahr und habe das Kästchen aber trotzdem drin. Was tut jetzt der Herr? Also wenn er das Kästle hat und das befolgt, was es tut, wird er keine Schimmelgefahr haben. Das ist genau das, was es verhindert. Genau, dann kann das schlichtweg nicht passieren. Ich habe jetzt noch nie einen Fall gehabt, wenn er so lüftet, wie er lüften soll, dass er dann irgendein Problem hätte. Du hast trotzdem, jetzt, weil du gesehen hast, du hast noch nie einen Fall gehabt, hast du jetzt mir aber auch, oder bin ich informiert, dass das Ganze noch sehr jung ist. So ist das, ja. Du hast es jetzt zum heutigen Tag nicht, aber ist noch jung patentiert. Genau. Also du erwartest noch die großen Genau, Papiere. Über den vergangenen Winter, jetzt, also vor einem halben Jahr, den Patentantrag gestellt. Jawohl. Und das dauert ein paar Jahre lang, bis das bei diesen ganzen Institutionen durch ist, dass man nachher eine Patentschrift kriegt. Ja. Und dann hast du das alleinige Recht für das, zum Bauer. Ja, genau. Mhm. Und musst viel Energie verschwenden damit, dass du schaust, dass das niemand klaut? Oder wie läuft das? Das hoffe ich jetzt, das weiß ich noch nicht. Okay, das sehe ich denn. Also, ich hoffe halt, dass das wirklich auf dem Markt einen großen Nutzer bringt. Ich habe auch sehr viel positives Feedback. Ja. Du hast ja schon bestehende Kunden, die das probieren, beziehungsweise auch schon längere Zeit getestet haben. Ja. Und dir können alle sagen, dass das. Das ist gut funktioniert, ja, genau. Die sind also zufrieden damit. Ja. Wie ist das, wenn man jetzt das nachrüsten will? Sag du, das klingt interessant. Ja. Gibt es auch Möglichkeiten? Es gibt, es gibt Nachrüstlösungen für Fenster, wo dann ein Motor aufgeschraubt wird, wo dann selber offen zugeht. Ja. Es gibt bestehende Lösungen, wenn ein Kunde schon einen Oberlichtmotor hat, kann man den anschlüssen. Ja. Und die einfachste Sache am Anfang ist, nur aufs Handy die Information zu kriegen, dass man es einfach selber lüftet. Wir lüften jetzt auch ein Geheimnis, nämlich die Valentinersee, das was es die Woche zum Gewinner gibt. Wir wünschen viel Glück. Ach, schmeckt das gut. So ein Juwel. Wir können das Wasser direkt von der Quelle aus trinken. Möchtet ihr die Natur auch genießen? Dann habe ich eine super Idee für euch. Ihr könnt nämlich einen Gutschein gewinnen für Mama, Papa, Kinder, Essen und Trinken, Berg- und Talfahrt. Einfach nur eine E-Mail an alpengasthof@hotelstag.de schicken und ich wünsche euch viel, viel Glück. So, Werner, die Valentina hat wieder was verlost oder gibt was zum Verlosen aus. Wir sind mittlerweile jetzt schon 14.01 Uhr angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche dem Hohenemser Daniel Düsentrieb, Werner Hamann, alles Gute. Danke sehr. Das Produkt ist sehr innovativ. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das sehr gut gebrauchen kann. Ich wünsche dir toi, 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 dir und deinem Team und vor allem deiner Familie viel Geduld, dass sie mit dir aufbringt, wenn du wieder am Tüftler bist. Und am Segelflüger. Und am Segelflüger. Danke, Werner, für den Besuch. Danke auch. Danke fürs Zuhören.